Hallo meine Lieben da draußen und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu diesem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch den zweiten Teil meines Aufgebraucht-Videos für den Monat Juni. Im ersten Teil habt ihr bereits gesehen, Gesichtspflege und Haarpflege habe ich mir hier extra angekreuzt, was ich schon erzählt hatte. Und jetzt im zweiten Teil machen wir Körperpflege, dekorative Kosmetik und Duft, denn ich drehe das Video heute an einem anderen Tag. Also als ich den ersten Teil gedreht hatte, war ich dann doch ziemlich müde und deswegen drehe ich den zweiten Teil jetzt an einem anderen Tag und sehe dementsprechend auch anders aus. So, wir fangen direkt an mit Körperpflege. Da habe ich hier ein Note 1 Produkt, habe ich aufgeschnitten. Mochte ich sehr gerne, habe ich mir schon nachgekauft. Und zwar die Ritual of Ayurveda Body Cream von Rituals. Die hatte ich hier in 70 Millilitern. Balancing Body Cream mit Indian Rose und Himalaya Honey. Ach, ich liebe den Duft. Das ist mein allerliebster Duft von Rituals. Der ist so schön, so süß, süß blumig. Ich liebe den. Und schaut mal, wie ich das leer gemacht habe. Da ist nichts mehr drin. Ich habe das ausgekratzt. Habe ich geliebt. Ist auch sehr gut eingezogen, hat auch sehr gut gepflegt, hat schön geduftet auf der Haut. Ich habe mich da immer abends mit eingecremt, damit ich dann den Duft so hatte, während ich eingeschlafen bin. Ich fand das total schön. Hat auch nicht geklebt, aber jetzt so im Hochsommer würde ich das nicht verwenden. Also im Hochsommer wäre mir das zu reichhaltig. Dann nehme ich dann doch eine Körperlotion und keine Cream. Aber wie gesagt, für alle anderen Jahreszeiten außer Hochsommer ganz tolles Produkt. Und wie gesagt, habe ich mir nachgekauft bei dieser Douglas-Aktion, als es die Körpercreme und den Refill für, ich glaube, 16,90 Euro oder, also total günstig. Gab es dieses Set bei Douglas, hatte ich euch auch gezeigt in dem Haul und da habe ich mir das nachgekauft. Deswegen verdiente Note 1, liebe ich, ganz, ganz toll und wie gesagt, mein Lieblingsduft von Rituals. Ist auch übrigens leichter als zum Beispiel die Körpercreme von Asam Beauty. Die mag ich ja auch total gerne, die Körpercremes von Asam Beauty, vor allen Dingen die Vanille-Körpercreme. Die habe ich aber beide parallel offen gehabt und habe eben gemerkt, dass diese Körpercreme von Asam Beauty mir zu reichhaltig wurde, jetzt als es wärmer wurde. Und die ist weniger reichhaltig. Also diese Körpercreme von Asam Beauty werde ich eher im Winter verwenden und das dann, wenn es wärmer wird. Also das dann so Frühling, Herbst und dann im Sommer, wie gesagt, eine Lotion. So ungefähr ist da momentan meine Auswahlroutine von Körpercremes und Körperlotions, ja. So, dann habe ich noch eine Körpercreme aufgebraucht, auch aufgeschnitten, weil ich die auch sehr gut fand. Und zwar von Dr. Barbara Sturm, die Anti-Aging Body Cream Made in Germany. Das waren 50 Milliliter, das von Rituals waren 70 Milliliter. Ich sage euch auch gleich noch die Preise, habe ich nicht vergessen. Aber ich wollte extra beide Körpercremes parallel vorstellen und dann die Preise mal nennen, damit man sich mal bewusst wird, was es da für Unterschiede gibt bei Körpercremes. So, Molecular Cosmetics steht da drauf, also Molekülkosmetik. Das kommt aus Düsseldorf, made in Germany. Das war auch eine sehr schöne Körpercreme, sehr sahnig, ist aber auch sehr gut eingezogen. Der Duft war sehr, sehr dezent. Fand ich super, habe ich wirklich gerne verwendet. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie Anti-Aging-mäßig was gemerkt habe. Das kann ich nicht sagen, aber ich habe das auch nicht regelmäßig verwendet, sondern ich nehme dann mal die eine Körpercreme, mal die andere. Ja, fand ich gut. So, jetzt kommen wir zum Preis. Rituals. 220 Milliliter kosten zwischen 17,90 Euro und 19,90 Euro im Originalpreis. 220 Milliliter. 17,90 Euro bis 19,90 Euro. 200 Milliliter von der Dr. Barbara Sturm Körpercreme kosten bei Douglas 100 Euro. 100 Euro? Ja, das heißt, ich hatte hier 50 Milliliter. Das heißt, diese 50 Milliliter waren schon 25 Euro wert. Das muss man sich halt mal vorstellen.
Ja, und deswegen kann es nur eine 2 sein. Also das ist eine 1 mit Stern. Die Rituals Körpercreme liebe ich, habe ich mir wie gesagt nachgekauft. Das hier kann nur eine 2 sein, weil ich kaufe mir keine Körpercreme für 100 Euro. Auch nicht bei 20% Rabatt, auch nicht für 80 Euro kaufe ich mir eine Körpercreme. Nein, wie gesagt, die war gut. Ob das wirklich anti-aging-mäßig was macht, weiß ich nicht. Das Gefühl war gut, die Haut war wirklich schön zart danach, aber ich finde den Preis wirklich jenseits von gut und böse. Aber was ich jetzt auch mal sagen muss, ich habe schon einiges von Dr. Barbara Sturm ausprobiert in so kleinen Größen, weil man das häufiger mal in Adventskalendern hat. Und die Körpercreme war das Produkt, was mir bislang wirklich am besten gefallen hat. Bei der Gesichtspflege habe ich nicht so wirklich die Effekte gemerkt, die ich sonst gewohnt bin von Gesichtspflege. Aber bei der Körpercreme, die hat mir wirklich gut gefallen. Und ich habe schon gemerkt, dass die meine Haut auch gut getan hat. Also wie gesagt, meine Haut war sehr zart und weich, wenn ich die verwendet hatte. So, aber es kann nur eine Note 2 sein, was heißt, ich würde das jederzeit wieder verwenden, wenn ich es nochmal in der Box oder in einem Adventskalender hätte, aber kaufen würde ich es mir nicht, aufgrund des Preises, wie gesagt. Dann habe ich noch 2 Duschprodukte leer gemacht. Das hier, das hatte ich euch gezeigt in meinem Top and Flop Video. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Ich habe es nach, glaube ich, einem Jahr jetzt geschafft, das endlich aufzubrauchen. Und zwar von Bubble Tea, das Body Scrub Watermelon in 100 Millilitern. Hatte ich mal in einem Glossybox Sale Bundle. Ich fand das so schön. Die Verpackung ist unfassbar schön. Also der Verpackungsdesigner hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Aber das Produkt ist wirklich nix. Es riecht null nach Wassermelone. Es riecht einfach nach künstlichem Kaugummi. Dann ist es auch kein Scrub, weil dazu viel zu wenig Peelingpartikel drin sind und es pflegt auch nicht. Also es war einfach nix. Aber wie gesagt, dazu hatte ich euch ja schon voll viel erzählt in meinem Top and Flop Video, deswegen halte ich es jetzt mal ein bisschen kürzer. War einfach nix. Ich habe es jetzt einfach für meine Füße aufgebraucht, also ich habe meine Füße damit gewaschen. Also wenn ich zum Beispiel draußen spazieren war oder offene Schuhe anhatte, in der Stadt war, dann wasche ich mir dediziert die Füße und dafür habe ich das verwendet und jetzt habe ich es endlich leer. Aber wie gesagt, ein Jahr hatte ich das jetzt offen, weil ich es nicht mochte. Deswegen ist es auch nur eine 4-, das heißt, würde ich niemandem empfehlen, würde ich auch nicht nochmal verwenden. Wenn ich das nochmal in der Box hätte, würde ich es weitergeben. Und 4 heißt ja auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand anderem gefällt. Es ist schon eine Tendenz zur 5, weil ich finde, dass es nicht das tut, was draufsteht. Also 5 heißt dann, es ist nicht das Produkt, was man erwartet, weil es, wie gesagt, kein Body Scrub ist für mich, weil es dafür zu wenig peelt und der Duft stimmt halt auch nicht. Deswegen ist es schon eher eine Note 5 tatsächlich, leider. Das heißt, das einzig Positive ist wirklich die Verpackung für mich persönlich. Dann habe ich noch ein Duschprodukt aufgebraucht. Und zwar von Sebamed die Pflegedusche mit Eukalyptus und Minze, medizinische Hautpflege, eine nachhaltige Verpackung und das reinigt besonders mild und pflegt empfindliche Haut besonders schonend, das kann ich bestätigen. Unterstützt die Feuchtigkeitsbalance der Haut. 250 Milliliter waren das, made in Germany. Hatte ich sehr lange dran. Ich habe immer verschiedene Duschgele offen. Das war eines davon. Das habe ich immer verwendet, wenn ich zum Beispiel 2-mal am Tag geduscht habe, weil ich zum Beispiel Sport gemacht habe. Also zum Beispiel morgens vor der Arbeit habe ich geduscht, dann bin ich nach der Arbeit heimgekommen, dann habe ich Sport gemacht, dann habe ich halt nochmal geduscht. Und wenn das passiert ist, dann habe ich immer beim 2. Mal duschen das verwendet, weil das eben besonders sanft zur Haut war, besonders mild war. Das heißt, das kann ich wirklich bestätigen, dass das besonders schonend war. Das hat auch gut geschäumt, hat lange gehalten. Ich hatte das lange offen. Der Duft war auch so wie beschrieben, also Eukalyptus und Minze trifft's. War auch so leicht grünlich, also war ein sehr frischer Duft. Ja, mehr Eukalyptus als Minze, finde ich. Also war ein gutes Produkt, bekommt von mir auch eine 1, würde ich mir nachkaufen. Aber ich habe noch so viel Duschgel da, ich habe auch noch von Sebamed noch eins da. Das heißt, das werde ich mir erstmal nicht nachkaufen. Bekommt aber trotzdem eine 1, denn wenn ich eins bräuchte, das wäre eins, was ich mir tendenziell nachkaufen würde. Vor allen Dingen, weil ich eine empfindliche, trockene Haut habe und da sind diese Sebamed-Duschen schon immer empfehlenswert, nach meiner Erfahrung. So, und der Preis dafür sind übrigens 3,95 Euro für dieses Sebamed-Produkt in 250 Milliliter. Finde ich auch total gerechtfertigt, weil da hatte ich wirklich lang dran. Und für dieses Body Scrub, das habe ich jetzt wirklich vergessen zu sagen,
Für diese 100 Milliliter, die ich hier hatte, habe ich einen Preis gefunden von 5,99 Pfund. Ich habe nur einen Pfundpreis gefunden. Das umgerechnet sind wir hier bei 6,95 Euro und würde ich niemals dafür bezahlen. Aber selbst wenn es nur 1 Euro kosten würde, würde ich es mir nicht kaufen, weil es, wie gesagt, für mich einfach nichts war. Das hier, wie gesagt, würde ich mir aber schon kaufen. Deswegen 3,95 Euro finde ich dafür total fair. Dann habe ich noch ein Körperpflegeprodukt aufgebraucht und zwar von Foamy. Die feste Duschpflege, das hatte ich mal in irgendeinem Adventskalender. Ich glaube, in einem Flaconi-Adventskalender hatte ich das mal vor 2-3 Jahren. Und ich habe gerade die festen Seifen, die ich so rumliegen habe, als Handseifen aufgebraucht. Jetzt kam halt mal die dran. Das war, wie gesagt, eigentlich eine Duschpflege, habe ich aber als Handseife aufgebraucht. Die Duschpflege war mit Pfefferminz und grünem Tee und sollte intensiv belebend sein. Es ist vegan, seifenfrei und pH-neutral, glaube ich. Also der pH-Wert ist für die Haut geeignet. 0% Plastik, 0% Seife, 100% Performance. Reinigt und erfrischt. Hautoptimierter pH-Wert, das war das Wort, was ich gesucht habe. Für sensible Haut geeignet mit Massagefunktion. Ja, da waren halt so Noppen drauf, aber die waren auch relativ schnell dann weg. Ja. Aber wie gesagt, ich habe es ja eh nicht für den Körper verwendet, sondern nur für die Hände. Für die Hände war es super. Es hat halt wesentlich besser gepflegt als jetzt eine normale Handseife. Aber ist natürlich als Handseife eigentlich zu teuer. Das kostet in diesen 80 Gramm, die ich hier hatte, es war eine Full Size, beim DM zum Beispiel 4,45 Euro. Ich habe nicht genau diese Richtung gefunden, aber halt eine andere Richtung, andere Duftrichtung. Und da hat das 4,45 Euro als Preis gehabt. Finde ich total okay, ja, für ein Duschprodukt. Aber dadurch, dass ich keine feste Dusche verwende, als Handseife ist es halt zu teuer. Es bekommt eine Note 2, würde ich jederzeit wieder verwenden als Handseife, aber kaufen würde ich es mir nicht. So. Dann war es das mit der Körperpflege und wir kommen mal zu Duft. Da habe ich hier von Versace das Dylan Türkis. Hatte ich hier in wie vielen Millilitern? Ich weiß gar nicht. 7 oder so? Oder 6? Also es war so eine Duftminiatur, hatte ich in einem Adventskalender. Habe ich mir umgefüllt in eine Sprühflasche und dann aufgebraucht. Ich war so gespannt, weil Versace, da habe ich halt auch erwartet, dass es ein Duft ist, der mich umhaut. War aber nicht so. Aber ich bin fast schon zufrieden, dass es mich nicht so umgehauen hat, weil ich wirklich genug Duftfavoriten habe. Deswegen, es war für mich ein gutes Parfum, das konnte ich gut aufbrauchen, aber es war halt nichts, was mich geflasht hat. Nichts, was ich mir in groß kaufen würde. Warum? Das war mir zu zitrisch. Und ich bin halt jemand, ich mag lieber so süße Düfte, blumige Düfte, orientalische Düfte und so zitrisch ist nicht so meins. Ich habe jetzt hier gerade eins drauf von der Beautybox. Liebe ich, ganz toller Duft. Von der Beauty.at-Box übrigens, Love Me heißt das. Ganz tolles Parfum. Aber das war mir halt zu zitrisch. Und es ist auch angegeben als ein frisch zitrisches Parfum. Habe ich dann bei der Recherche für dieses Aufgebraucht-Video gelesen. Und das ist halt einfach nicht so meins. Konnte ich aber trotzdem gut aufbrauchen, habe ich im Alltag aufgebraucht für die Arbeit. Hat auch gut gehalten, also nicht so gut wie das Alien, das hält bei mir immer noch am besten. Auch das, glaube ich, was ich gerade drauf habe, wird sehr gut halten. Das hat bei mir nicht so ganz so lange gehalten, also vielleicht so den halben Tag, aber völlig in Ordnung. 30 Milliliter kosten dabei Douglas 63 Euro im UVP, im Angebotspreis 41,99 Euro. Also durchaus ein eher teureres Parfum, aber ist halt auch Versace, da bezahlt man halt immer den Namen mit. Die Duftnoten habe ich mir ausnahmsweise auch mal aufgeschrieben. Kopfnote Pfeffer, Mandarine, Herznote Johannisbeere, Jasmin, Basisnote Moschus, Holz. Und ich habe halt vor allen Dingen dieses Holzige gerochen und die Mandarine. Und dadurch war das halt für mich dieser zitrische Geruch, dieser herbe, zitrische, holzige Geruch. Und das war einfach nicht so meins. Deswegen ist es eine 3. Das habe ich sogar noch mal da als Duftminiatur, habe ich jetzt aussortiert, weil das werde ich auch in eine meiner nächsten Verlosungen packen. Apropos Verlosung, wenn dir mein Kanal gefällt, wenn dir meine Videos gefallen und wenn du mich unterstützen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Kanal. Und dann, wenn du sichtbarer Abonnent bist, kannst du auch an meinen Verlosungen teilnehmen. Und da wird zum Beispiel so eine teure Duftminiatur demnächst irgendwann mal drin sein, weil hatte ich, wie gesagt, nochmal da und muss ich nicht nochmal verwenden. So, deswegen Note 3.
Dann haben wir jetzt noch dekorative Kosmetik und da habe ich diesmal sogar 6 Produkte aufgebraucht. Da war ich echt, echt fleißig. Ach, und die Proben haben wir noch. Na, bevor wir zur dekorativen Kosmetik kommen, machen wir mal die Proben. Da habe ich hier eine Duftprobe noch aufgebraucht. Dolce & Gabbana The One Eau de Toilette. Fand ich nicht spektakulär. Also war okay, aber hat mich auch nicht vom Hocker gerissen. Also auch eine Note 3. Und ich war so überrascht, weil The Only One mag ich total gerne. Also Dolce & Gabbana The Only One mag ich total gerne. Habe ich mir sogar in Full Size nachgekauft. Aber The One fand ich total unspektakulär. Und dann habe ich hier noch 2 Cremeproben aufgebraucht. Nämlich einmal Shiseido Uplifting and Firming Cream. 1,5 ml war gut, aber nach einmal war das leer, habe ich als Gesichtspflege verwendet. Also eine 2 würde ich schon wieder verwenden, aber nach einmal kann man da nicht so viel sagen. Die Straffungscreme ist eine Note 1. Die hatte ich schon mal in 20 ml aus einer Wundertüte. Hier hatte ich jetzt mal 2 ml. Super Creme, aber sehr reichhaltig. Also nichts für ölige Haut. Also wer eine trockene Haut hat, da ist das gut. Ist, glaube ich, auch für ältere Menschen gedacht, also diese Altersangabe war, glaube ich, 50, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich nehme sowas trotzdem ab und an mal, obwohl ich jetzt noch nicht in dieser Altersregion bin. Denn wenn ich halt besonders trockene Haut habe, dann hilft das. Und deswegen ist das eine 1, mag ich echt sehr gerne. Und wie gesagt, eine 20 ml Tube habe ich davon auch schon mal aufgebraucht. Und dann hatte ich auch noch ein paar Cremeproben im Urlaub mit dabei. Die habe ich aber vor Ort entsorgt. Deswegen sind es diesmal nur 2 Sachets und nicht 4 wie sonst. So, jetzt kommen wir zur dekorativen Kosmetik. Ich habe einen Blush aufgebraucht. So Susan Universal Blush war in meinem allerersten Glossybox Adventskalender. Weiß ich noch. Und war seit Jahren damals der allererste Blush, den ich regelmäßig verwendet habe. Und den hatte ich mir jetzt rausgelegt Ende letzten Jahres als Alltagsblush. Denn den ich mir dann rauslege, den brauche ich dann entsprechend auch in dem Jahr auf. Ein wunderschöner Blush war das. Und ich glaube auch wirklich universell. Also ich glaube, dass der sehr vielen sehr gut gepasst hat. Ich versuche mal hier noch ein bisschen Produkt rauszubekommen, um euch das vielleicht noch zu swatchen. Ich habe den wirklich komplett aufgebraucht. Auch hier aus den Ecken habe ich das dann rausgebrochen mit dem Finger, um das noch mit dem Pinsel aufzunehmen. Und das war ein Blush mit Schimmer. Hier habe ich ihn jetzt auf meinem Finger, aber trotzdem sehr, sehr schön auf der Haut. Habe ich im Alltag getragen. Ein wirklich schöner Blush, ließ sich sehr schön auftragen, sehr schön verblenden. Und man musste nicht unbedingt Highlighter verwenden, weil er eben schon so einen Schimmer drin hatte. Es war wirklich ein sehr schöner Blush, fand ich ganz toll und hat mich dazu gebracht, damals wieder Blush zu verwenden. Und mittlerweile habe ich ganz, ganz viel Blush. Und verwende viel Blush, wie man sieht. So, das waren 4 Gramm. Und da habe ich gefunden einen Wert in Dollar, 28 Dollar. Und das habe ich umgerechnet in Euro. Dann sind wir da bei 25,89 Euro. Ist schon teuer, aber fand ich in Ordnung für den Blush. Also bekommt eine 1. Also wenn ich keinen anderen Blush hätte, den würde ich mir sogar nachkaufen. Und sonst hätte ich ihn auch nicht aufgebraucht. Wann braucht man schon mal einen Blush auf? Also ich einen im Jahr brauche ich auf. Von daher, ganz toller Blush. Bekommt eine 1, habe ich sehr gerne verwendet. Dann habe ich von Love ein Puder aufgebraucht. Das Loose Powder in der Farbe 010 Fresh Matte, 3,5 Gramm. Shine Control Loose Powder aus der Perfectitude Reihe. Love gibt es ja leider nicht mehr, das heißt, da brauche ich gar nicht so viel dazu zu sagen. Das hatte ich damals in einem Love Adventskalender und habe ich halt jetzt einfach mal aufgebraucht. Es hatte hier auch noch so einen Puffel, den habe ich nicht mehr sauber gemacht. Habe ich auch eher selten verwendet. Ich habe das dann mir hier immer rausgeschüttet und mit einem Pinsel aufgetragen tatsächlich, weil den Puffel fand ich irgendwie ein bisschen nicht so hygienisch irgendwie. Ich verwende auch Puderquasten, aber die wasche ich halt regelmäßig aus. Und das fand ich halt schwierig, das sauber zu machen, dadurch, dass das ja hier festgemacht war. Das Puder an sich war gut.
Aber da finde ich aus der Drogerie das von Ellen Beatrix wesentlich besser. Das habe ich euch ja auch schon mehrfach gezeigt. Kaufe ich mir auch schon seit Jahren. Habe ich mir auch schon als Teenager gekauft. Also aus der Drogerie, wenn ihr ein sehr gutes Puder sucht, nehmt das von Ellen Beatrix. Das ist wirklich super. Das ist wesentlich feiner auf der Haut. Ist nicht so schwer. Also das fand ich halt schon ein bisschen schwerer auf der Haut. Und das war halt auch durch diese rosane Farbe hat mir das jetzt nicht immer gepasst. Es war schon okay, aber wie gesagt, das von Ellen Beatrix finde ich viel feiner, viel angenehmer auf der Haut. Deswegen bekommt das eine 2-, würde ich schon wieder verwenden, aber könnte ich mir vorstellen, weiterzugeben. Deswegen 2-. Preistechnisch habe ich hier einen Preis gefunden von, was habe ich mir hier aufgeschrieben? 6 Dollar bei Look Fantastic, glaube ich. Und dann umgerechnet 5,55 Euro. Ja, aber wie gesagt, das von Ellen Beatrix kostet, glaube ich, 10 Euro. Und da sind 13 Gramm drin. Also, wie gesagt, ich würde das von Ellen Beatrix empfehlen und nicht das von Love. Obwohl ich viele Love-Produkte auch wirklich sehr, sehr gerne mag. So, dann habe ich von The Ordinary eine Foundation aufgebraucht. Gibt es auch nicht mehr zu kaufen. Die Foundation von The Ordinary, die hatten sie eingestellt. Also es gab da eine Serum Foundation und eine Coverage Foundation. Hier habe ich die Serum Foundation, hatte ich in der Farbe 1.2N. Ich hatte mir, als ich damals gelesen habe, dass The Ordinary die Foundations aus dem Sortiment nimmt, noch 6 Flaschen gekauft. Jetzt habe ich auch immer noch 4 Flaschen im Backup. Denn ich fand die sehr gut, finde die auch immer noch sehr gut. Ich verwende die im Alltag, wenn ich ins Büro gehe. Also im Homeoffice verwende ich eher was Leichtes, entweder das Magic Finish oder irgendeine getönte Tagescreme. Aber wenn ich ins Büro gehe, nehme ich meistens diese The Ordinary Foundation. Für Videos nehme ich dann eine teure, die von Danessa Myricks, die Yummy Skin meistens. Oder auch die von Ariana Grande, die Sweetener. Oder die von Houselabs. Das sind so meine Video- und Ausgeh-Foundations, aber für die Arbeit nehme ich eigentlich die von The Ordinary. Und dafür ist die super. Die hält gut auf dem Gesicht, macht einen schönen Teint, ist sehr deckend. Auch die Serum-Foundation war sehr deckend. Genauso wie die Coverage. Also in der Deckkraft habe ich da keinen Unterschied gemerkt zwischen Serum-Foundation und Coverage-Foundation. Die Coverage-Foundation war einfach dickflüssiger und die Serum-Foundation ist halt flüssig wie Wasser. Aber in der Deckkraft habe ich da keinen Unterschied gemerkt. Wie gesagt, ich mochte die sehr gerne. Ich werde auch die restlichen Flaschen, die ich da noch habe, aufbrauchen. Hab nicht verstanden, warum The Ordinary die aus dem Sortiment genommen hat. Also offensichtlich lief die halt nicht so, wie sie sich das erhofft hatten. Aber das Produkt an sich war super. Deswegen kann es nur eine 1 sein. Denn wie gesagt, ich hatte mir das gebunkert, ja, und verwende das immer noch. Preis habe ich keinen mehr gefunden. Ich glaube, das waren damals 7,95 Euro für 30 Milliliter. Also The Ordinary ist halt auch sehr günstig. Es war wirklich ein gutes Produkt. Und ich bin ja auch ein Fan von vielen anderen The Ordinary Produkten. Da hat mich eigentlich noch kein Produkt so wirklich enttäuscht. So, dann habe ich noch eine Note 1, eine Note 4 und eine Note 2. Was wollt ihr denn als erstes? Machen wir mal die Note 2. Und zwar habe ich hier von Milk Makeup die Kush Mascara in 3 Millilitern. Da zeige ich euch mal das Bürstchen. Ein Riesenbürstchen. Da habe ich mich jedes Mal gewundert, wie dieses Riesenbürstchen in diese kleine Verpackung gepasst hat. Da schaut euch mal dieses Riesenbürstchen. Dieses Riesenbürstchen und die kleine Verpackung an. Aber wie gesagt, ein sehr faseriges Bürstchen, sehr breit gefächert und hat sehr gut Volumen gespendet. Also, ich war mit der wirklich sehr zufrieden. Ich habe die auch sehr häufig für Videos verwendet. Ich hatte die, glaube ich, mal in einer Sephora-Box oder in einem Sephora-Adventskalender. Auf jeden Fall von Sephora hatte ich die. Und das waren ja nur 3 Milliliter, das heißt, das war relativ bald dann aufgebraucht. Dann wollte ich mir die nachkaufen. Dann habe ich bei Sephora geguckt, 8 Milliliter kosten 29,95 Euro und das war mir dann echt zu viel. Deswegen ist es eine Note 2, denn
30 Euro für 8 ml Mascara, das war mir zu viel. Und da habe ich mir dann lieber die Nabla Vicious gekauft, von der ja auch so viele schwärmen, denn die war günstiger. Es war, glaube ich, mehr Produkt drin, soweit ich mich erinnere. Auf jeden Fall war die günstiger. Und finde ich einfach zu teuer. Deswegen ist es eine Note 2. Das Produkt fand ich super. Wie gesagt, hat sehr schön Volumen gemacht, sehr schön getrennt. Habe ich sehr gerne verwendet. Aber ist mir zu teuer zum Nachkaufen. Deswegen klassische Note 2. Dann kommen wir mal zur Note 4. Hatte ich euch ja auch schon gezeigt. Essie Leave No Trace. Das ist ein Nagellackentferner, der besonders gut Glitzer-Nagellack entfernen soll. Und hier hatte ich eine Probegröße in 25 Millilitern. Die gab es mal bei Essie-Lacken dazu in der Drogerie. Als ich mir so Glitzer-Nagellacke von Essie gekauft hatte, habe ich die dazu bekommen. Und ich habe immer noch 3 dieser Fläschchen. Ich versuche die jetzt gerade aufzubrauchen, weil ich die halt schon sehr lange rumstehen habe. Aber es ist ein ganz, ganz furchtbares Produkt aus meiner Sicht. Das ist ein Gel. Ja, das ist nicht wie flüssiger Nagellackentferner, das ist ein Gel. Dann ist diese Verpackung dafür auch wirklich nicht geeignet, denn man muss das quasi rausdrücken. Ja, also sonst kommt das nicht raus. Dann fliegt einem das auch gerne durchs Badezimmer, weil man da so hart draufdrücken muss. Also, schlimmes Produkt. Dann zur Entfernung an sich. Ja, dadurch, dass es ein Gel ist, bleibt es halt auf dem Nagel hängen. Ja, aber dafür brauche ich kein Gel. Also ich nehme da einfach immer flüssigen Nagellackentferner, tränke damit ein Wattepad und lege mir halt dann das Wattepad auf die Nägel. Und warte halt 10, 15 Sekunden. Das langt auch. Dann kann ich den Nagellack auch abnehmen, auch Glitzerlack. Also ich sehe in diesem Gel keinen Vorteil. Dann sind da noch so Peelingpartikel mit drin. Also wirklich so Sandkörner quasi. Und wenn man dann das hat auf dem Nagel, ich finde das Gefühl ganz schlimm. Also ich kann mir da immer nur so 2, 3 Nägel mit ablackieren, da muss ich mir die Hände waschen, bevor ich die anderen Nägel dann ablackiere. Also ich mag das Produkt gar nicht. Und ich hatte da ja schon mal ein Fläschchen gezeigt, als ich eins aufgebraucht hatte, und da haben mir viele geschrieben, dass sie da ähnlich enttäuscht waren von diesem Nagellackentferner. Also da bin ich definitiv nicht die Einzige, die den nicht gut findet. Und das ist schade, weil die Essie-Lacke mag ich total gerne. Die Essie-Lacke ist in der Note 1. Aber dieser Entferner, den würde ich echt nicht empfehlen. Deswegen eine Note 4. Kann mir nicht vorstellen, dass das jemandem gefällt. So, und dann Note 1 Produkt, 1 mit Stern. Habe ich mir schon nachgekauft. Verdiente 1 mit Stern, das ist mein allerliebster Augenbrauenstift von Nabla, der Brow Ambition, in der Farbe Ash Blond habe ich den. Hier sieht man die Farbbezeichnung. Und den hatte ich jetzt ewig lange in Anwendung und der ist nicht leer gegangen. Jetzt ist er leer. Es ist hier auch eine Pinselspitze, also es sind wirklich so einzelne Pinselhärchen. Ganz, ganz tolles Produkt. Ist genau meine Augenbrauenfarbe. Heute habe ich zum Beispiel einen Stift genommen, den will ich aufbrauchen. Der ist mir tendenziell ein bisschen zu dunkel. Ich vermisse den schon. Wie gesagt, ich habe den im Backup, ich habe mir den schon nachgekauft. Aber jetzt will ich halt erst noch einen anderen aufbrauchen. Das hier ist aber mein ungeschlagener Lieblings-Augenbrauenstift. Der kostet bei Sephora 17,95 Euro. Ist der aber total wert, denn daran hat man wirklich lange. Der trocknet auch nicht ein. Ganz, ganz toller Augenbrauenstift. Mega. Wie gesagt, verdiente Note 1. So, und das war's jetzt mit meinem Aufgebraucht-Video. Jetzt habe ich euch alle Produkte gezeigt. Wie immer gilt, alles, was ich hier sage, ist nur meine Meinung auf meiner Haut, auf meinen Haaren, in meinem Gesicht. Wenn euch Produkte, die ich total gerne mag, nicht gefallen, kann das total so sein. Genauso Produkte, die mir nicht gefallen, können euch total gut gefallen. Das ist alles sehr subjektiv und ich kann immer nur sagen, wie mein Eindruck hier war. Wenn ihr einen anderen Eindruck habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das interessiert mich immer. Und wie immer gilt, wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder und dann sage ich Tschüss, macht's gut.